Herzlich willkommen beim PowerPod, dem Power Rangers The Movie Podcast, in dem wir uns Stück für Stück den 1995er Power Rangers Film ansehen und ich versuche dazu noch ein paar interessante Fakten zu finden. 1995, das ist das Jahr, in dem die PlayStation 1 herauskam. Das ist das Jahr, wo Helmut Kohl noch Bundeskanzler war und Handys noch etwa so aussahen. Also, ihr seht schon, es wird hier richtig retro. Also, lasst uns mal nicht zu viel Zeit verlieren. Wir beginnen mit einem Usman, der am Boden liegt und enden in dieser Folge auf Lord Zedds Mondpalast. Also, lasst uns loslegen. Ein kurzer Rückblick. Während die TeenagerInnen Billy, Aisha, Kimberly, Adam, Rocky und Tommy ganz alltäglichen Hobbys, wie zum Beispiel einem Fallschirmsprung nachgehen, finden Bauarbeiter ein altes Ei, in dem der Zauberer Ivan Ooze gefangen ist. Dieser wird von der Weltraumhexe Rita und ihrem Ehemann Lord Zedd, dem Todfeind von allem, was gut und anständig ist, befreit. Dieser hetzt jetzt seine Schleimmonster auf unsere Freunde, die so weit in die Enge getrieben werden, dass sie sich in Power RangerInnen verwandeln müssen. Und so kommt es zu einer sehr intensiven Kampfszene, in der wir uns nun mittendrin befinden. Aisha hat einen Usman zu Boden geworfen, gleich danach kommen zwei weitere von der Seite und kicken sie so stark weg, dass sie über den halben Platz geschleudert wird. Ich liebe diesen Flug, weil er so ein typischer Flug an Kabeln ist. Sie bewegt sich nicht, die Flugbahn ist eigentlich auch viel zu gerade für ihre Geschwindigkeit. Und das haben wir gerade, wenn sie im Suit ist, hier öfter. Und für dieses Stilelement gibt es die Bezeichnung Wirefu. Also zusammengesetzt aus Wirework, also Kabelarbeit, und Kung Fu. Wieso Kung Fu? Weil dieses Stilmittel vermehrt in Kung Fu-Filmen zum Einsatz kam. Besonders wenn es darum ging, Situationen zu zeigen, wo Personen irgendwie übermenschliche Leistungen erbringen oder einfach um den Fokus auf einen ganz bestimmten Moment in dem Film zum Beispiel zu setzen. Gute Beispiele dafür sind Filme wie Hero oder Dragon Tiger Gate, aber auch westliche Filme wie zum Beispiel Matrix. Wirefu wird bis heute benutzt und an manchen Stellen scheiden sich da wirklich die Geister. Manche finden, es versaut irgendwie die Kampfszenen, andere wiederum finden Wirefu richtig toll. Am Ende ist es wie bei allen Stilmitteln. Es kommt ein wenig darauf an, wie man sie einsetzt und warum eigentlich. Und letzten Endes muss es auch irgendwie zum Werk passen und natürlich auch einen gewissen Geschmack bei den RezipientInnen treffen. Ich kenne Filme, wo das so gar nicht passt, aber auch welche wiederum, wo es super gut in Szene gesetzt ist. Hier passt es ein wenig zum comichaften Stil des Films, der aber für mich noch ein bisschen überzeichneter sein könnte, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu Wirefu steht, beziehungsweise wie ihr zu dem Wirefu in diesem Power Rangers Film steht. Von oben hören wir plötzlich Billy, der "Halt durch, Aisha!" ruft und mit seiner Steigleitung angeflogen kommt. Er tritt einmal auf jeden Usman hier drauf, während er landet. Und hier muss ich kurz eine kleine Social-Network-Geschichte erzählen, die mich schon sehr verwundert hat. Als dieser Film als Blu-ray in den USA rauskam, haben sich einige Leute den Film nochmal angesehen und in meiner Twitter, beziehungsweise jetzt heißt es ja X-Timeline, flog ein Tweet, den ich leider nicht mehr finden kann. Aber sinngemäß war es einfach diese Szene mit Billy und den Usman und der Kommentar: "Boah, es ist mir noch nie aufgefallen, dass die Soundeffekte beim Treten die Power Rangers Melodie ergeben." Und ich dachte mir in meiner ganz naiven Art: "Hey, cool. Ja, mir ja auch nicht." Also habe ich den Film angeschmissen und mir gedacht, komisch, also so richtig höre ich das jetzt nicht raus. Und auch zur Vorbereitung auf diese Podcast-Folge hier habe ich diese Szene echt dutzend Male angesehen und habe wie blöde versucht, diesen Rhythmus der Tritte nachzusprechen. Und ich habe es eigentlich schon als Hoax abgetan, bis mir auffiel, dass ich diesen Film hier, der Nostalgie wegen, eigentlich immer nur in der deutschen Synchro gucke. Also habe ich mal auf den O-Ton gewechselt und et voilà. Hier hat man tatsächlich sehr gut hörbar die Power Rangers Melodie mit so einer Art Klangholz eingespielt. In der deutschen Synchro fehlt das komplett. Entweder fand es da jemand einfach zu albern oder es war einfach nicht mehr dabei, als sie irgendwie die Basisspur bekam. Also ich habe keine Ahnung, wieso dieser Gag hier in der deutschen Synchrofassung nicht drin ist.
Und das zeigt hier aber auch wieder ganz gut, wie unterschiedlich doch Sprachfassungen sein können. Wir haben ja schon in der letzten Folge über die Veränderungen bei Ivans angepassten Chancen gesprochen oder über die Tiere, die andere Namen bekommen haben. Aber es fasziniert mich immer wieder, wie stark man mit Fans aneinander vorbeireden kann, wenn man einfach nur eine andere Sprachfassung kennt. Billy landet, dreht sich zu Aisha um und bewegt sich auf dem schnellsten und effektivsten Weg zu ihr, den wir ja bereits aus diesem Film hier kennen. Mit Flickflacks. Ganz ehrlich, so viel überschüssige Energie wie Billy in diesem Film hätte ich auch gerne. Er ist ja schon mit Kim so über den Platz gesprungen und das ist einfach echt faszinierend. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Er dreht sich zu Aisha, hält ihr den Arm stützend hin und fragt, geht's noch? Und Aisha antwortet darauf, ja, bin okay. Und Billy scheint einen etwas größeren Plan im Kopf zu haben, denn seine Reaktion darauf ist, dann zeigen wir ihnen mal, was wir drauf haben. Dann springen beide mit einem Salto auf die Plattform hinter ihnen, aber nicht nur sie, sondern auch die anderen RangerInnen saltosieren sich auf die Plattform und Tommy macht nicht nur einen Überschlag, sondern richtig viele. Und hier sehen wir auch ein ganz gutes Beispiel wieder für Wirefu. Hier hat man einfach den Stunt-Actor an ein Kabel gehangen und das Ganze später rückwärts abgespielt. So, und nun kommen von allen Seiten Usmen angerannt. Tommy zückt aus dem Nichts seinen Säbel und fragt, darf ich euch mit Tigerdolch bekannt machen? Und ich frage mich hier, ist das, was Billy unter was wir drauf haben versteht? Ich meine, war das vorher so geplant? Haben sie sich das abgesprochen? Also ist die Taktik, wir versammeln alle Usmen und dann holt Tommy seine Waffe heraus? Also ja, ist ein Plan, kann gut sein. Aber der Spruch von Billy hat irgendwie auf mich gewirkt, als hätte Billy und Aisha jetzt irgendwie was Großes vor. Und ganz ehrlich, ich habe schon ein bisschen Billy und Aisha-Action erwartet. Aber vielleicht bin ich da auch einfach komisch. Was ich als Kind auch komisch fand, war, dass der Tigerdolch hier nicht seinen Seriennamen hatte. In der Serie hieß er ja Saber und hier eben Tigerdolch. Viele Waffen sind ja hier auch anders als in der Serie oder haben auch in der deutschen Synchro andere Namen bekommen. Von der Warte aus verwundert es mich nicht, dass der Säbel hier auch anders heißt, aber tatsächlich heißt der Tigerdolch auch im Film Saber. Aber das wurde mal wieder vom Synchronstudio geändert. Da hat man sich einfach gedacht, Saber, das ist doch kein richtiger Name. Tigerdolch, das ergibt viel mehr Sinn. Tommy wirft also Saban bzw. Tigerdolch auf die Horde Monster, der diese dann fliegend umkreist. Dann driftet der Säbel ab und fliegt nach oben, denn genau über den Monstern befindet sich ein in der Luft hängender Container. Da hat wohl niemand was von Arbeitsschutz an Baustellen gehört. Wer hat den denn da hängen lassen? Leute, das kann echt schief gehen. Wenn der mal runterfällt, dann kann er im Grunde... Ach ja, dazu kommen wir gleich. Habt einen Moment Geduld. Wir kommen erstmal zu Tigerdolch, der sich überschlagend auf das Seil zubewegt und sicherlich gleich mit seiner Klinge das Seil durchtrennen wird, oder? Oder? Ich meine, alles andere wäre ja richtig absurd. Was soll er denn sonst machen? Mitten in der Luft stehen bleiben, aus seinen Augen des Tigergriffs Laser schießen und so das Seil schmelzen? Ich bitte euch, wir haben hier einen ernsthaften Film vor uns. Der Container fällt also zu Boden. Wir bekommen noch eine kurze Froschperspektive, bevor wir in einem ganz kurzen Shot sehen, wie der Container die übrig gebliebenen Usmen schlicht und einfach zermatscht. Aber halt! Sehen wir das wirklich? Wenn man sich mal das Standbild ansieht, kann man ganz gut erkennen, dass der Container nicht auf gleicher Höhe wie die Usmen ist. Er landet praktisch nicht auf ihnen, sondern vor ihnen. Nur durch die Kameraperspektive bekommen wir hier das Gefühl, dass sie vom Container zerdrückt werden. Und ich muss sagen, es funktioniert überraschend gut, nur die Schatten verraten es ein bisschen zu sehr. Es sind tatsächlich auch nur ein paar Frames, bis dann auch wirklich auf den Boden geschnitten wird
wo wir dann auch sehen, wie das Ooze aus den Ritzen gedrückt wird, um uns zu zeigen, wie platt diese Ooze-Men gemacht werden. Wenn man sich diese Aufnahme genauer ansieht, kann man unter dem Container relativ gut die Behälter für das Ooze erkennen. Man hat einfach die Tüten, wo das Ooze drin ist, noch in der Farbe des Containers angemalt, damit sie nicht so stark auffallen. Und dann wurde der Container einfach fallen gelassen, die Tüten zerplatzen und das Ooze spritzt heraus. Und das ist einfach ein netter, praktischer Effekt. Die RangerInnen gehen in Stellung. Wir bekommen noch einmal einen Shot, wo das Ooze ganz gemütlich über den Boden fließt und Tommy zur nächsten Tagesordnung kommt. Und jetzt werden wir Ivan suchen. Doch daraus wird irgendwie leider nichts, denn bereits am Ton hören wir, dass irgendetwas nicht stimmt. Wir hören einen sehr hohen Ton, der langsam aber sicher nach unten geht und unsere Helden blicken verdattert auf ihre Handschuhe. Mehrere Blitze ziehen von unten sich langsam nach oben, hüllen die RangerInnen ein und unter diesen Blitzen sieht man, wie relativ einfach mit einer kleinen Effektblende das Bild mit den RangerInnen zum Bild mit den Teenies wechselt. Auch der immer noch in der Luft schwebende Tigerdolch verschwindet. Kimberly fragt irritiert, was ist denn hier los? Und Billy bemerkt relativ schnell das, was eigentlich sehr offensichtlich ist. Wir verlieren unsere Power. Tommy bekommt übrigens wieder seine ganz eigene Aufnahme und schaut sehr besorgt. Und Kimmy fragt, was kann das nur sein? Billy greift zu seinem Kommunikator und versucht, Alpha zu erreichen, aber bekommt irgendwie keine Antwort. Rocky tut auch mal so, als ob er sich engagieren würde und greift demonstrativ mal zu seinem Armband, sagt aber nichts. Ganz nach dem Motto, hey Leute, hey, ich habe echt mein Bestes gegeben, wenn jemand fragt. Mehr geht echt nicht. Schaut, hier, wirklich, ich habe sogar kurz mein Armband berührt. Billy guckt auf jeden Fall besorgt in die Runde und Aisha spricht das aus, was eigentlich alle denken. Da stimmt doch was nicht. Tommy stimmt zu und ruft, schnell weg hier, los Leute. Die anderen nicken zustimmend, sie springen von der Plattform und gehen hinter dem Container ab, aus dem immer noch Ooze läuft. Und die Kamera zoomt genau auf diesen lila Glibber, um dann mit einer sehr, sehr oldschoolen Schleim läuft über die Kamera-Transition auf die Kommandozentrale umzuschneiden. Und damit verlassen wir erst einmal die Baustelle. Sie wird uns aber noch eine Weile begleiten und wenn sie wieder auftaucht, dann werden wir auch mal ein bisschen auf die Hintergründe dieser Baustelle hier eingehen. Aber erstmal blicken wir hier auf die Kommandozentrale. Den Shot haben wir ja bereits in der Folge vorher gesehen. Hier hat man das Bild einfach ein bisschen dunkler gemacht und dann sehr blau eingefärbt. Das ist eine typische Technik, die man bei Filmen benutzt, um zu zeigen, dass es Nacht ist. Wirklich in der Nacht drehen ist nämlich gar nicht so einfach, wie vielleicht manche denken. Das Kino wurde ja auch mal Lichtspielhaus genannt und ich finde, Lichtspiel sagt relativ gut das aus, was es eigentlich ist. Im Grunde wird ja eben mit Licht gearbeitet und gerade in der Nacht hat man nicht so besonders viel davon. Also muss man relativ viel ausleuchten, was sonst einfach zum Beispiel die Sonne machen würde. Und so bedient man sich oft einfachen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel das Bild schlicht und einfach blau einzufärben und dann halt noch zusätzlich ein bisschen an den Farbreglern zu spielen. Wie zum Beispiel auch eben hier. Anstatt die neue Einstellung zu filmen, hat man hier einfach die alte genommen, ein bisschen angepasst und einen kleinen Qualm hinzugefügt, der uns als ZuschauerInnen verraten soll, da ist doch was mächtig schiefgegangen. Und das merken auch sofort unsere HeldInnen, denn der Eingang zur Zentrale ist mit lila Schleim bedeckt. Also im Grunde Überreste von Ivans Körper, der sich ja in der letzten Folge durch genau diese Ritzen gedrückt hat. Unangenehme Vorstellung. Adam blickt auf die lilane Flüssigkeit, nimmt all seine grauen Zellen zusammen und kombiniert Ooze. Danke, Adam. Du bist einer der Freunde, die auch immer das Offensichtliche aussprechen müssen. Aber danke. Natürlich ist das hier auch wieder einer dieser erzählerischen Kniffs für die Zuschauenden, die eben nicht aufgepasst haben oder den Schleim nicht sofort erkennen und so teilen wir ihnen eben mit, dass da Ooze klebt. Der Film ist ja primär für Kinder und Teenies gemacht und wir wissen hoffentlich alle, dass da die Aufmerksamkeitsspanne nicht so besonders hoch ist. Das tut mir jetzt für alle Kinder leid, aber glaubt mir, meine Aufmerksamkeitsspanne ist manchmal auch nicht besonders höher. Ich würde ja gerne sagen, dass es besser wird, umso älter man wird, aber irgendwie warte ich da immer noch drauf, dass sich das bessert. Naja,
ihr seid auf jeden Fall nicht alleine und es schadet ja auch nicht, die Info für alle nochmal deutlich zu sagen. Und was ich hier auch kurz sagen will, ist, dass ich zum letzten PowerPod sehr viele positive Rückmeldungen bekommen habe. Und das hat mich echt irre gefreut. Vielen lieben Dank an euch. Videos wie dieses Format hier fressen einfach viel Zeit und manchmal ehrlich gesagt auch echt viel Energie. Und umso glücklicher bin ich, wenn es euch gefällt. Und wenn euch diese Folge hier auch gefällt, könnt ihr auch gerne wieder ein Like und einen Kommentar da lassen. Das motiviert mich mega, das Format hier weiterzumachen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne in die Videobeschreibung mal nachschauen. Da kommt ihr zu Ko-fi. Da könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen und damit dieses kleine Hobbyprojekt hier ein bisschen unterstützen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Nochmal, vielen lieben Dank. Kommentare wie die bei unserem letzten PowerPod, die motivieren mich. Dankeschön. Tommy sagt jetzt aber erstmal aufmachen. Und Adam und Billy stemmen die Tür auf. Selber arbeiten ist ja nicht Tommy, oder? Wir hören im Hintergrund Kimberly schreien, ein paar Funken fliegen durchs Bild und wir bekommen den Anblick der zerstörten Zentrale zu sehen. Kabel liegen rum, die Neonröhren hängen über den Schaltpulten, Drähte hängen von der Decke, das Licht ist gedimmt und in der Luft hängt ein staubiger Nebel. Die leuchtenden Wände sind ausgeschaltet und durch das Bodengitter leuchtet blau etwas Licht und wirft einen Kegel durch den bläulichen Dunst. Kimberly hält sich erschrocken die Hand vor den Mund, während alle die zerstörte Zentrale betreten. Und Kimberly ist es auch, die mit einem "Oh nein!" auf Sordons Zylinder zurennt. Oder besser gesagt, das, was von Sordons Zylinder eigentlich noch übrig ist. Denn das Glas ist nun weg, genau wie der Kristall nun deutlich kleiner ist. Und auf den Splitter von diesem Kristall liegt nun Sordon. Und Leute, wir müssen hier mal echt ernsthaft reden. Ich weiß, der Film ergibt in vielen Teilen wenig Sinn und erklärt grundsätzlich wenig. Aber dieser Sordon hier irritiert mich bis heute. Sowohl hier als auch in der Serie heißt es, dass Sordon in einer Zeitfalle gefangen ist. Deswegen ist er ja auch dieser schwebende Kopf in einem Gurkenglas. Wie das aber genau funktioniert, wurde irgendwie weder in der Serie noch hier genau gesagt. Also existiert Sordons Körper noch? Ist der Kopf nur eine Projektion oder schwebt er wirklich in diesem Gurkenglas? All das sind Fragen, die der 2017er Film zumindest ein bisschen angedeutet hat und versucht hat, ein bisschen zu erläutern. In der Serie selbst wurde darauf aber nie genau eingegangen. Bei Power Rangers in Space, also der 6. Staffel von Power Rangers, wird ja Sordon entführt und ihm die Energie entzogen. Ein Körper hätte für mich da nie so ganz reingepasst. Also in meinem Headcanon ist er im Grunde nur Energie, die sich zu einem Kopf materialisiert hat. Aber vielleicht habt ihr eine ganz andere Erklärung und wisst da mehr. So, aber wie ist es denn jetzt eigentlich mit dem Sordon aus diesem Film? Weil wir gucken ja im Grunde diesen Film hier. Wir wissen ja, wir befinden uns hier in einem Paralleluniversum zur Serie. Und ich frage mich jetzt einfach, ist dieser sehr schicke, freshe Schlafanzug, den sie ihm hier angezogen haben, also ich meine, soll das sein Körper sein? Also ist Sordon eigentlich so eine kleine, silberne, schrumpelige Gurke, die in diesem Kristall haust? Oder hat ihn Alpha zugedeckt, weil ihm vielleicht einfach kalt war? Leute, ich weiß es nicht und ich bin bis heute irritiert. Was soll das sein? Ist das sein Körper? Ist das eine Decke? Ist das ein Anzug? Bin ich damit alleine? Und für alle anderen ist das hier irgendwie alles voll logisch und klar? Oder denke ich wieder zu viel? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Egal, was das jetzt auch immer ist, auf jeden Fall haben sich nun alle um ihn herum versammelt und Kim fragt, was haben sie nur mit dir gemacht? Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass Kimi überraschend oft Fragen in diesem Film stellt? Billy erklärt uns, dass Sordon außerhalb seiner Zeitmaschine verloren ist und Power braucht. Der Mentor wendet sich langsam erschöpft an seine Schützlinge und stöhnt. Rangers, ich bin froh, dass es euch gut geht. Tommy versucht ihm gut zuzureden. Nur Mut, Sordon, wir bringen dich zurück in deine Zeithülle. Aber Sordon, der hat schon alle Hoffnung fahren lassen. Ich fürchte, das ist nicht mehr möglich. Die Power kann man nicht zurückholen.
Sie ist zerstört. Die Swords. Die Waffen. Alles vernichtet. Die Power Rangers sind Vergangenheit. Ivan Ooze hat gewonnen. Ja, Alpha Bibsch, dieser Sodan hier lässt ja mal schnell alles fahren. Also der Serien-Sodan hat ja über 5 Staffeln noch irgendeinen Plan X, Y, Z, S, Z, Ä, Ö, Ü gehabt und hat über 100 Folgen lang den Teens erzählt, dass sie niemals aufgeben dürfen und dass die Waffen, Swords und Co. nicht das ist, was eine Power Rangerin ausmacht. Und der hier sagt einfach, ja, nee, also Notfallplan hab ich jetzt nicht. Ja, keine Waffen, ist jetzt doof. Wir lassen das jetzt einfach. Ciao, Kakao. Wenn jemand ein dunkles Universum von Power Rangers haben will, hier bitte, nimm diesen Sordon. Der passt da super gut rein. Der ist jetzt schon voll fertig. Wer aber nicht so schnell aufgibt, sind eben die RangerInnen. Billy fragt gleich, wie man ihm helfen kann. Kim sagt Sordon, dass er sie nicht verlassen darf. Schließlich sei er ja schon immer wie ein Vater zu ihnen gewesen. Ja, ein Vater, der seine Kinder in den Kampf gegen Aliens schickt, wo sie potenziell umkommen könnten. Ich verweise hier nochmal ganz kurz auf Ivans Kommentar, dass Sordon scheinbar regelmäßig Kinder für sich kämpfen lässt, anstatt es selbst zu tun. Aber das sind sicherlich Fähigkeiten, die einen sehr, sehr liebevollen Vater ausmachen. Dieser liebevolle Vater sagt da nur noch, ihr müsst tapfer sein. Und macht erschöpft die Augen zu. Alle anderen gucken einfach vollfertig auf Sordon, als aus dem Hintergrund leise ein Rangers zu hören ist und Alpha plötzlich auf der Plattform in der Mitte steht. Es laufen alle zu ihm. Tommy fragt, ob bei dem kleinen Roboter alles okay ist und Alpha geht aber gleich in die Vollen. Mir geht es gut. Vielleicht gibt es eine Power, die Sordon retten kann. Sie befindet sich auf dem weit entfernten Planeten Phaedos. Ja Mensch, wie cool, das ist ja voll einfach, dann holen wir uns diese Power und fertig. Es ist sehr gefährlich dort. Alle, die sie holen wollten, sind zugrunde gegangen. Danke Alpha, das mit der Motivation. Üben wir noch? Aber Rocky hält das natürlich nicht ab. Er will die Power finden. Alpha betont aber nochmal, dass Sordons Kräfte nicht lange reichen werden und sie nicht viel Zeit haben. Tommy fragt aber trotzdem, wie sie diese Power finden können. Aber ich würde sagen, Alpha hat jetzt schon 2-mal versucht, die Teenager auf immense Gefahren hinzuweisen. Und hey, ich meine, mehr kann er da jetzt auch nicht machen. Er muss praktisch sie auf diesen fremden Planeten schicken. Also kommt er auf die Idee, den letzten Chip für eine Verwandlung für einen Transport zu benutzen. Zurück würde jetzt aber natürlich nicht mehr klappen. Also im Grunde ein One-Way-Ticket. Und wie die Teenager dann zurückkommen, dann... Das müssen sie dann halt selbst gucken. Oder führt hier die RangerInnen-Power auch automatisch dazu, dass man sich teleportieren kann? Das fragt sich auch irgendwie Rocky, weil er fragt, wie sollen wir das denn machen? Aber Kimberly wischt diese durchaus berechtigte Kritik mit einem Top-Argument weg. Wir können nur hoffen, dass es die große Power wirklich gibt. Nur das kann Sordons Leben retten, Freunde. Und ja, dann fliegen wir halt mal zur großen Power und gucken dann später nach, wie wir wieder nach Hause kommen. Alpha tippt etwas in das kaputte Schaltpult ein und die FreundInnen stellen sich in einer Reihe auf. Und Tommy spricht nun das aus, was genau ich vorhin kritisiert habe. Wir haben zwar keine Power mehr, aber wir sind immer noch die Power Rangers. Und boom! Da hat Tommy ja mal mehr Kämpfergeist als Sordon gezeigt. Und das war hier schon sehr typisch für die Figur des Tommy. Er hat zu Mighty Morphin Power Rangers Zeiten die Serie sehr mitgetragen und gehörte auch mit zu den liebsten Charakteren des Franchises. Wie einige von euch vielleicht wissen, ist letztes Jahr der Schauspieler von Tommy verstorben. Ich habe dazu auch schon ein eigenes Video gemacht. Viele waren sehr bestürzt, weil der Schauspieler von Tommy sie schon eine ganz lange Zeit begleitet hat. Allerdings habe ich auch wieder sehr typisch gesehen, dass viele Leute Tommy und sein Schauspieler nicht auseinanderhalten bzw. gleichsetzen.
Und das kann wirklich eine sehr merkwürdige Eigendynamik entwickeln, wie es auch bei dem Schauspieler von Tommy, Jason David Frank, war. Aber Tommy ist eben nicht Jason David Frank. Tommy ist eine fiktive Figur, die sich aus sehr vielen Elementen zusammensetzt. Und natürlich sind das eine, seine Schauspieler, aber auch das AutorInnen-Team, das diesen Charakter schreibt. Und gerade für uns hier in der deutschsprachigen Version natürlich auch seine Synchronstimmen. Lasst uns jetzt also mal kurz auf diese Elemente von Tommy Oliver blicken. Tommy wurde ja die meiste Zeit von Jason David Frank gespielt. Jason Frank begann mit 4 Jahren, also etwa im Jahr 1977, Kampfsport zu trainieren. Mit 12 Jahren hatte er dann seinen ersten schwarzen Gürtel in Karate und eröffnete mit 18 Jahren seine erste Karateschule. 2 Jahre später, also mit 20 Jahren im Jahre 1993, sprach er dann für die Rolle des Tommy Oliver vor, die er dann, wie wir alle wissen, auch bekam. Und Tommy wurde einer der absoluten Lieblingscharaktere. Jason spielte Tommy für etwa 5 Jahre und trat während Power Rangers Turbo aus der Serie aus, um sich neuen Projekten zuzuwenden. Frank kehrte 2002 nochmal in einer Special-Episode zum 10-jährigen Jubiläum zurück und 2004 war er als Mentor in Power Rangers Dino Thunder wieder in der Rolle des Tommy zu sehen. Ebenso kehrte er in Power Rangers Super Mega Force und Ninja Steel als Tommy wieder auf, jeweils immer zu einer Jubiläumsfolge. Neben Power Rangers hatte Frank aber noch seine Rising Sun Karate-Schule und hat sich auch anderen Filmprojekten schauspielerisch gewidmet. Und ein Projekt davon geht gut und gerne mal unter, nämlich The Junior Defenders, ein Parodiefilm von Warner Bros., wo ein Fan den Cast einer sehr berühmten 90er-Jahre-Superhelden-Serie entführt, um noch mehr Episoden von der alten Serie zu produzieren. Und hier spielt Jason Frank den Charakter Tommy Keen und parodiert sich im Grunde sich und seinen Power Rangers Charakter. Der Film kam 2007 als Direct-to-DVD heraus. Wer sich aber mal Frank in diesem Film ansieht, erkennt, dass er deutlich jünger aussieht und noch lange Haare hatte. Das liegt schlicht und einfach daran, dass der Film 10 Jahre vor seinem Release gedreht wurde. Also 1997, zu der Zeit, als Frank bei Turbo ausstieg und hier und da bereits mit einem Stand-in während der Dreharbeiten ausgetauscht werden musste. Es ist wirklich interessant zu sehen, dass es einen Film gibt, der genau diese Dynamik auffasst. Also im Grunde diese Dynamik zwischen Fans, die nicht genug bekommen können und halt eben Rolle und Schauspieler nicht so ganz trennen können. Und manchmal ist das so stark, dass man auch mal vergisst, dass Tommy eben nicht nur von Jason David Frank verkörpert wurde. So wird Tommy in der 3. Staffel zu einem Kind, das von Michael Argotto gespielt wurde. Im Team-Up zwischen Dino Thunder und SPD wurde Tommy zum Beispiel von Jeffrey Parasso, also dem Schauspieler von Trent aus Power Rangers Dino Thunder, gesprochen. Und in den Comics gibt es ja noch nicht mal einen Darsteller. Und der Tommy, den wir kennen, ist zwar äußerlich schon von Frank dargestellt, aber was für mich immer sehr markant war, war vor allem Tommys Stimme im Deutschen. Und wir haben ja hier im Podcast schon öfter über diesen Unterschied von Original- und Synchrofassung gesprochen und jede synchronsprechende Person gibt ja auch immer so einen Hauch eigene Interpretation mit hinein. Tommy wurde ja zu Saban-Zeiten und auch in diesem Film hier von Oliver Feld gesprochen. Er ist nicht nur als Sprecher unterwegs, sondern macht auch das Dialogbuch oder sitzt hier und da manchmal auch in der Regie. Anime-Fans kennen ihn vielleicht als Kaguya Ubayashiki aus Demon Slayer oder als neue Stimme von Heiji Hattori aus Detektiv Conan. Tokusatsu-Fans kennen ihn vielleicht auch aus Mystic Knights, da hat er den Ritter des Feuers Rohan gesprochen. In der 2. Staffel wurde Tommy für ein paar Folgen von Nicolas Böll gesprochen, den man zum Beispiel als Yellow Jacket aus Ant-Man kennt. Im 10-jährigen Special wurde dann Tommy von Robin Kahnmeier gesprochen, der auch den dunkelroten Donner Ranger und TJ aus Power Rangers in Space gesprochen hat. In Dino Thunder übernahm dann Markus Pfeiffer, den man als Gott aus Ant-Man kennt. Pfeiffer hat Tommy dann übrigens auch in Super Mega Force übernommen. Und die paar Lines im Special zum 30-jährigen Jubiläum übernahm dann Bastian Sirich.
all diese Sprechenden hier verleihen dem Charakter Tommy halt eben mit seinen Auftritt. Nicht zu vergessen, die ganzen AutorInnen, die den Charakter schreiben. Im Grunde ist die Figur des Tommy die Arbeit von vielen Menschen. Die AutorInnen, die SchauspielerInnen, SprecherInnen, all das haucht eben den Charakter Leben ein. Und ich verstehe voll, wenn man Tommy sehr stark mit Jason David Frank verbindet. Tue ich ja ehrlich gesagt auch. Aber Frank war eben nur ein Teil von dieser Figur Tommy und außerhalb der Kamera ein völlig eigener Mensch. Man kann SchauspielerInnen für ihre Arbeit toll finden. Aber manchmal vergessen Leute, dass sie eben nicht die Charaktere sind, die sie darstellen. Das ist mir mal wieder bei Franks Tod 2022 aufgefallen, wo viele Leute ihn halt einfach nicht von Tommy trennen konnten. Und das ist ja schade, weil es all diese anderen Menschen, die eben an Tommy gearbeitet haben, so ein bisschen untergräbt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Jason David Frank, weil er sicher mehr war als seine Rolle bei Power Rangers. Tommy lebt innerhalb des Serienuniversums ja noch weiter und wird sicher noch viele neue Abenteuer erleben. Und hier in diesem Film sehen wir, wie die RangerInnen nun auch auf Reisen gehen. Nachdem der Transportstrahl einmal nicht ganz funktionierte, flackern die Teens nur kurz auf, um sich dann doch in ihrem markanten Streifen in die Luft zu erheben. Kaum haben die Transportstrahlen die Zentrale verlassen, geht auch das letzte Licht aus. Und wir hören leiser Alpha: Eieiei, bitte haltet durch, Sordon. Harter Schnitt. Und wir sehen, wie die bunten Strahlen von der Erde in den Weltraum fliegen, an einer Art Haus vorbei. Wir sehen nicht so ganz, wo es ist, aber der einzige steinige Himmelskörper, den man ja in der Nähe der Erde kennt, ist im Grunde der Mond. In der Serie hat Rita ja auch ihren Mondpalast auf dem Mond aufgestellt, der sieht aber deutlich anders aus. Während in der ersten Staffel der Palast etwas exzentrisch aussah mit ihrer Neonbeschriftung und der leuchtenden Kugel auf dem Dach, sah man ab der zweiten Staffel nur noch eine Seitenwand vom Palast, das alles etwas weniger verspielt wirken ließ. Hier bekommen wir aber einen ganz anderen Palast zu sehen, der eher aussieht wie, ja, wie ein Fels, der entsetzt das Maul aufreißt, würde ich sagen. Das ist aber nicht das Einzige, das merkwürdig aussieht. Anstatt der Krateroberfläche des Mondes sehen wir hier auf der, sagen wir jetzt mal, für uns Mondoberfläche, Stalagmiten emporragen, die ja eigentlich nicht so typisch für den Mond sind. Es kann also gut sein, dass diese Rita hier gar nicht auf dem Mond ist oder der Mond halt eben in diesem Universum genau so eine Oberfläche hat. Aber ich fand es ganz spannend. Noch bevor wir einen Umschnitt zum Balkon kriegen, hören wir bereits die Stimme von Rita aus dem Off. Ich kann es nicht fassen. Wieso sind sie entkommen, diese Rangers? Er ist nicht besser als all diese anderen Aushilfsmonster hier. Zed entgegnet genervt: Jetzt halt doch endlich mal den Mund. Und kaum hat er das gesagt, öffnet sich das Tor zum Thronsaal, das, wie passend, ein riesengroßes Z aufgedruckt hat. Und es betritt niemand anderes die Bühne als unser schleimiger Antagonist, Ivan Ooze. Stolz läuft er durch das Tor, wirft die Arme theatralisch hoch und ruft: Hallo Süße, da bin ich wieder! Rita ist aber so gar nicht süß drauf, läuft auf Ivan zu und haut mit einem der besten Beleidigungen um sich, die ich jemals gehört habe. Du eierschlürfendes Blaubeergesicht! Eierschlürfend passt jetzt irgendwie nicht so ganz, aber hey, ganz ehrlich, Blaubeergesicht ist echt klasse. Ich dachte ja am Anfang, es ist irgendwie eine Fehlübersetzung, aber auch im Englischen sagt sie Egg-Sucking. Also wie sie jetzt auf dieses Eierschlürfen kommt, weiß ich jetzt irgendwie nicht, aber eierschlürfendes Blaubeergesicht. Finde ich super, kann man sich mal merken, falls man das irgendwann mal brauchen sollte. Ivan ist jetzt auch nicht so unbedingt begeistert, lässt die Arme wieder hängen, verdreht genervt die Augen, als Rita einfach weiter rendet. Die Power Rangers sind auf dem Weg zur großen Power. Ich dachte, diese alte Gruft, die wäre ein Meister des Grauens, aber er ist nur eine grauenvoll geschminkte Alte. Weiter kommt Rita nicht, denn Ivan lässt mit einer Wischbewegung etwas auf Rita zufliegen. Was genau, sehen wir erstmal nicht, denn die Kamera nimmt exakt die Perspektive des Geschosses ein und rast auf die Hexe zu. Erst im nächsten Shot sehen wir, wie ein Klumpen Ooze auf ihrem Mund landet und sie unterbricht. Und wir sehen wirklich, wie das Ooze auf sie zufliegt und ihren Mund abdeckt. Anfangs dachte ich, das haben sie sicherlich animiert, aber als ich mir das so angesehen habe, nee, das ist tatsächlich ein praktischer Effekt. Jetzt habe ich mich aber gefragt,
wie haben sie das eigentlich hinbekommen? Sie haben doch sicherlich nicht die Schauspielerin so oft mit Us beworfen und gewartet, dass es dann irgendwann mal kleben bleibt. Also habe ich diese Einstellung hier mal Frame für Frame angesehen und wo das U so kurz vor ihrem Mund ist, sieht es einfach sehr unnatürlich aus. Es sieht eher so aus, als würde der Schleimkluppen sich um ihren Mund, ja, wirklich legen. Der Trick ist dann doch ein bisschen einfacher, als ich erwartet habe. Und offenbart sich auch, wenn man so ein bisschen die Helligkeit hochschraubt, dann kann man nämlich ganz gut einen kleinen Faden am Us sehen. Beim Dreh hat man also kein Us ins Gesicht geklatscht bekommen, sondern eher Us vom Gesicht abgezogen bekommen. Man hat hier einfach den Schleim auf das Gesicht gelegt und dann mit einem Faden abgezogen und in der Bearbeitung dann einfach rückwärts abgespielt. Und dadurch, dass diese Einstellung nur ein Bruchteil von einer Sekunde lang ist, fällt es ehrlich gesagt auch kaum auf. Ich liebe es ja, wenn man so kleine, einfache Effekte benutzt, die dann wirklich eine gute Illusion erzeugen. Und ich finde, ganz ehrlich, das sieht hier richtig gut aus. Sadie freut sich auf jeden Fall und ruft: Endlich stopft dir jemand mal das Maul. Rita versucht, das Us abzubekommen, wird aber von kleinen elektrischen Blitzen daran gehindert. Ivan schaut unbeeindruckt in die Runde. Also, du machst dir einen ganz erschreckenden Eindruck. Du brauchst offensichtlich mal Urlaub. Ivan läuft auf die Gruppe von Monstern zu und wir bekommen einen schönen Shot vom Thronsaal, den wir uns das nächste Mal genauer angucken werden, weil wir hier bei Minute 30 angekommen sind und damit auch unsere 5 Minuten fertig haben. Diesmal gab es ja gar nicht so viel zu erzählen, weil auch gar nicht so viel passiert ist, aber ich hoffe, ich konnte trotzdem ein paar neue Informationen rausholen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auf einen Kommentar und ein Like von euch. Und wenn ihr die Teile vorher noch nicht gesehen habt, habe ich euch die Playlist hier links mal verlinkt. Schaut den ersten Teil aber bitte mit Kopfhörern. Irgendwie war damals meine Soundkarte kaputt und manche Lautsprecher spielen den Ton auf eine sehr merkwürdige Art und Weise nicht ab. Mit Kopfhörern ist das alles aber gar kein Problem. Also, die ersten Teile mit Kopfhörern und wir sehen uns dann einfach das nächste Mal. Haut rein, bis denne. Ciao.